Servus Leute, heute habe ich einen ganzen Raid für euch auf Customs und ja, ihr merkt, es ist mitten im Vibe und Customs ist einfach die Map. Da geht am meisten und ich war auf meinem zweiten Account unterwegs und ich habe ein paar Quests auf der Liste gehabt, unter anderem Shooter Born in Heaven, ich musste noch ein paar Pistol Kills machen und Granaten Kills musste ich auch machen. Und in dem Raid habe ich alles ja von allem etwas gemacht, ich will nicht zu viel spoilern, es waren auf jeden Fall einige Kills am Start, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und ein Kommentar unter dem Video. Hilft immer sehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Wann kommt Streets? Immer donnerstags, ja. Safe. Deadline. Nice Iconics. Ja, ist eh mein zweiter Account. Ich mache hier Shooter Born in Heaven so ein bisschen nebenbei. Hey. Ich mache Shooter Born in Heaven gern. Ich snipe ja sehr gern. Der Ruhestandsider, ja. Kennt ihr. Okay, ich riskiere einen Blick. Oh, oh. Jawohl! Dankeschön fürs Stehenbleiben, Freund. Erster Shot, let's go. Paid Actor Deluxe. Ich sehe reif aus, danke. Paid Actor Deluxe. Oh. Ah, ne, ist ein Reifen. Bleib da einfach stehen. Geiler Typ. Das sind sofort spawnen die Bosse. Muss kurz kontrollieren. Shooter Born in Heaven, wo ist er? Yes. Warnspieler. Einfach auf der Straße stehen geblieben. So wie man sich das wünscht. Hey Chucky. Fangschuss. Was war mit dem? Wieso war der da mitten auf der Straße gestanden und war er alleine, ist die Frage. Ich glaube, sein Teammate, wenn er eins hatte, würde jetzt nicht so auf der Straße stehen. Na, eine DVL ist schon was Feines. Hey. War bloß Schrapnell, alles gut. Das kratzt nur ein bisschen.
So. Irgendwo war die Nate da hinten, ne? Das Liebste wären mir jetzt zwei Typen, die oben auf der Baustelle liegen würden. Ich hatte es in irgendeinem Vibe mal, habe ich genau von hier alle drei Shooterborn in Heaven Kills auf eine Gruppe hier gemacht, innerhalb von 30 Sekunden. Die waren alle drei auf der Baustelle. Es war ein Fest. Kein Schnurrbart-Icon. Naja, vielleicht machen wir demnächst eins. Schnurrbart-Emote. Ne, ich habe ja keinen. Hier unten der Bart wächst ja auch. Das seht ihr bloß wegen dem Schal nicht, ne? Ist ja nicht nur Schnurrbart. Ich lasse ja alles wachsen. Oh. Laser. Jo, 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 jo. So schaust du aus. Komm. Oh ja, die ist gut. Die war gut. Kann nachschauen, ob ich ihn hab. Wo ist Grenadier? Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Black Noise sicher auch. Ich bin auch gespannt. Wachsen ist ein Hilfsausdruck. Ich weiß, es gibt hier wieder Leute, denen ihr Bart wächst. So viel, wie ich ihn jetzt habe, an einem Tag. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe dafür noch Haare auf dem Kopf. Okay, sorry. Ziemlich sicher habe ich den. Wenn nicht, wird es jetzt gleich ein bisschen ungünstig. Ja, oder liegt er? Oh, das war eine Nate. Oh shit. Jawohl. Pistol Kill haben wir auch. Wenn die ein bisschen aggressiver spielen würden, hätte ich halt keine Chance, ne? Das Haar am Rücken und das mehr als genug? Oh ja. Da kann man bloß gratulieren. Ne? Mach dich nicht über meinen Bart lustig, sonst kriegst du genau solche Antworten. Es ist halt so, wie es ist, ne? Ich habe euch schon öfters gesagt, ich habe Bartwuchs wie ein 14-Jähriger und ich habe euch deswegen nicht belogen. Was Balli Balli. Oh, Moment. Auf wen schießt er?
Er hat hier rüber geschaut. Ist das 6 Wochen so aus? Okay. Keine Ahnung. Ich meine, hier an der Backe wächst der Bart nicht wirklich. Also das dauert da, glaube ich, noch ein bisschen. Ne? Oder ich muss, ne, hier, Transplantation hilft nichts. Oh, wer bist denn du? Komm, dreh dich nochmal, ich will den Shot. Eh! Danke. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann ich da bloß sagen. Frank, Dankeschön für 20 Monate mit einem Tier 1. Willkommen zur Grabo-Falle. Jetzt hört auf, mein Bart hier schlecht zu machen, ja? Sonst, das Goal ist nicht voll, ich gehe ihn direkt wegrasieren. Ja, das ist einfach, das ist zu viel für mich. Das ist zu viel für mich. Dankeschön für den Support. So. Irgendjemand hat hier auch. Der Skeff hat auf was geschossen, ne? Genau. Aha. Ja, ja, ja. Und wo kommt das denn? Ich glaube vom Hügel. Hier sind die Einschusslöcher, ne? Ihr seht's. Der schießt von hier. Wollen wir mal den ultimativen Winkel nehmen? Komm. Scheiße, geht nicht. Bartwuchs geht, ja. Irgendwo von da hinten schießt er, aber keine Ahnung von wo genau. Da gibt's nur eine Möglichkeit. Unten am Container, hier direkt bei mir? Nee. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir machen jetzt einen Headshot mit dem Granatwerfer. Wird gut. Vertraut mir. Könnte natürlich schon gepusht sein. Lass drauf go. Risiko. So, schauen wir mal, ob wir einen Shooterborn in Heaven Kill haben. Wenn ich jetzt einen hab. So. Ah, schade. Hätte er klappen können. Wer weiß. Vielleicht brauchst du Essen. Fällt mir gerade auf, dass wir hier sind. Ham, lecker Oat Flakes. Oh, da ist auch ein Sauri. So.
Okay, wir gehen mal zur Baustelle. Ah, Moment, wir können uns einmal von hier umschauen. Ah, wir schauen einmal von hier und dann gehen wir zur Baustelle. Knecht, wunderbar gesagt. Dankeschön für die 5 Euro. Beste Art des Supports. Danke für den Beitrag zum Goal. Weiß ich zu schätzen. Wie immer. So. Ich muss auch noch die Doms, ne? Oh shit. Könnte gesessen haben. Ja, hab ihn. Oh, da ist noch einer. Habt ihr ihn gesehen? Hier war er gerade. Er legt sich dahin und Endwetten ab. Wir ziehen hier auf Range. Mal schauen, ob er da irgendwo liegt. Ich brauche bloß den richtigen Winkel, dass ich da durchschauen kann. Durch die Waggons. Ich hoffe, er bleibt da und liegt irgendwo. Vorzugsweise unten drunter. Ah, wenn er unter der Rampe liegt, sehe ich ihn nicht. Scheiße. Da ist er. Ah, oh, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wundervoll. Oder One in Heaven. So ein. Er hat sich so eingeschossen, dass ich immer noch da bin. Birkenstick, vielen Dank für den Follow bekommen. Er hat sich so darauf eingelassen, dass ich immer noch an der Stelle sein muss. Frage ist halt, ist da jetzt noch einer oder habe ich alle? Einer noch auf die Range wäre auch okay. Würde ich nehmen.
Das sind Paid Actor, ja. Das waren Premium Paid Actor, also die haben viel Geld gekostet. Da ist mir, ne? Da werden keine Kosten gescheut hier beim zweiten Account. Da hockt einer. So, die Frage ist, hockt da noch irgendwo einer oder war es das jetzt hat? Dafür bekommt ihr Content. Das erzählt doch nicht sowas. Content? Seine. Wäre natürlich nice, wenn ich jetzt noch einen erwische auf 125 Meter, ne? Zwei Shots habe ich die Runde schon. Der dritte wäre natürlich auch geil. Zwei Granatenkills und ein Pistol-Kill. Ab geht's. Gehen wir hier durch. Ja, ich werde jetzt da hinten keinen suchen. Ich gehe jetzt in die Dorms, schaue, ob der Marker offen ist. Also der Markroom, dass ich markern kann. Beziehungsweise ich schaue einmal von der Baustelle schnell, ob ich vielleicht einen sehe. Wäre so geil, wenn jetzt da oben einer sitzen würde, ne? Jetzt hör mal auf. Leider kommt keine Info. Nur die vier Bilder. Nur die Bilder, die sie veröffentlicht haben. Kleiner Clickbait. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, ich muss in den Markroom. Hilft nichts. Ja, da waren halt Shots, ne? Deswegen. Wird wahrscheinlich ein Scav sein. Oh. Klar. Der Rucksack dort im Graben, der ist doch gesaved. Ah, schauen wir vielleicht später rein. Jetzt geht's erstmal hier. Die Bombs. Loot ist erstmal nicht so wichtig. Jetzt auf jeden Fall gerade geschossen. Ich schau bloß einmal hinter. Komm schon. Ja, der Scheiß ist wieder nicht auf. Was machen die denn alle?
Hi. Gut. Gehen wir jetzt hier unterm Skeleton schnell looten. Und dann, ja, machen wir uns... Ah, ich weiß nicht, ob ich die zwei looten soll. Wahrscheinlich... Ja, wir schauen mal hin. Wir schauen mal, was vom Skeleton... Was man vom Skeleton aussieht. War auf jeden Fall eine sehr statische Truppe, die zwei. Oder vielleicht noch mehr davon. Vollgas, Kurdi. Dankeschön für 13 Monate mit deinem Prime. Willkommen zur Gnabo-Falle und danke, dass du dein Prime bei mir lässt. Servus, wie geht's? Aggressiver Mist, Scav. Scav-Player. Nichts Besonderes. Gelootet. Schauen wir mal, was da oben bei dem los ist. Ui, also er hatte mich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, so viel ist mir sicher. 54? Okay. 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 Das heißt, können wir so mitnehmen. Ja, ich sag jetzt mal wegen dem Gewicht und nicht, weil ich es vergessen hatte, ist das Smoker Lord. Weil da hatte ich es auch vergessen. So.
51 Kilo. Wir gehen. Erstmal beim Kriechen ein bisschen regenerieren. Wundervoll. Oh ja, zwei Granatenkills, zwei Shooterborn in Heaven, ein Pistolenkill. Brauchbare Runde mal wieder. Kurz bisschen Ausdauer. Abendhacker? Ne, es lohnt sich nicht. Geht's doch raus. Ich denke, dass ich maximal noch auf Scavs treffe. Aber so eine USP ist eine schöne Pistole. Die einzige Sache ist, plus 12 Schuss im Magazin, ne? Das ist halt ein Nachteil. Bei einer Pistole brauchst du halt oft mal so die Möglichkeit zu spammen und 12 Schuss ist da echt wenig. Ja gut, leider war der Markroom nicht auf, aber Shooterborn in Heaven, zwei Shots. Nett. Was Grabstein. So, überlebt haben wir. Wundervoll. Naja, komm Leute, machen wir hier mal Hallo YouTube. War doch ein brauchbarer Raid. Könnte sein, dass der mal auf YouTube landet. Wie viele Kills waren es? 5? Das war der. Okay. Dann haben wir hier einen 100. Nee, 144. Genau. Zwei Granaten und mit der USP. Alle mal Hallo YouTube im Chat. Könnt ihr euch verewigen. Wie weit war der? 198 war der erste. Schön, dass er stehen geblieben ist. Long Distance Headshots 4. Ach, das war auch auf Skills, ne?